Ich habe eine Arbeitsunterlage, habe im Wald Blätter gesammelt, ihr könnt aber auch eine Vorlage ausdrucken. Und dann benötigen wir eine Modelliermasse. Die Modelliermasse gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe jetzt einfach mal Terrakotta genommen, schneide ein Stück ab. Da lasse ich mir natürlich als Kind von einem Erwachsenen helfen. Und dann mit der Teigrolle einfach ausrollen. So groß, dass da euer Blatt dann auch drauf passt. Wenn ihr große Blätter habt, müsst ihr es auch sehr groß ausrollen. Nun nehmt ihr ein Blatt, legt es auf die Modelliermasse, nehmt einen Zahnstocher oder einen Schaschlikspieß und fahrt am Rand die Abdrücke nach. So genau. Jetzt nehmt ihr das Blatt runter. Hier seht ihr eine feine Maserung. Die könnt ihr entweder besser reindrücken oder mit dem Schaschlikspieß noch nachfahren. Jetzt benötigt ihr die Hilfe von jemand Erwachsenen, denn wir benötigen ein Messer, mit dem ihr den Rand abschneiden lasst. Schaut her, ganz einfach macht es ein Erwachsener für euch. Und auf der anderen Seite dann einfach die abgeschnittene Modelliermasse zur Seite legen, denn die könnt ihr für das nächste Blatt benutzen. Nun habe ich vorbereitet ein Tablett und Untertassen. Ihr nehmt jetzt das Blatt vorsichtig hoch und legt es verkehrt herum zum Trocknen auf die Untertasse. Dann ist es ein bisschen gebogen. Und das macht ihr jetzt so oft, wie ihr wollt, mit eurer Modelliermasse und euren Blättern. Gut, wenn sie getrocknet sind, dann holt ihr natürlich das Tablett wieder her, macht die Blätter einfach runter. Ich habe da jetzt zum Beispiel auch mal eins auf eine Schüssel gelegt. Und dann könnt ihr ein Kerzchen draufstellen oder es noch bemalen und dann mit einer Kerze schön als Dekoration auf den Tisch, Fensterbank oder wo ihr auch immer haben möchtet. Sind sie unsere schönen Teelichthalter für eure Terrasse oder den Herbsttisch.